Was passiert eigentlich hier in dieser Welt? Und ich beschäftige mich relativ viel dafür und ich glaube, dass virtuelle Erlebnisse und digitale Inhalte nicht das Verlangen nach wirklichen Erleben vernichten oder verringern, sondern vielleicht verlagern, vielleicht verspäten manchmal oder vielleicht den Weg dorthin verändern, ne? Aber nicht grundsätzlich das verändern. Zum Beispiel das Spiel, ihr kennt vielleicht das Spiel Guitar Hero, das war so vor ein paar Jahren ziemlich aktuell, so ein PlayStation-Spiel, wo man mit einer Plastikgitarre, ich bin früher Gitarrist gewesen, also für mich ist das nicht interessant, aber spielen konnte. Und Guitar Hero hat dazu geführt, dass in den paar Jahren, wo Guitar Hero bekannt war, bis zu 10% mehr Gitarren verkauft wurden. Also die Leute haben es virtuell gemacht, aber dann doch gesagt, ich würde schon lieber ein bisschen weitergehen. Also es gibt eigentlich keine Ersatzfunktion, aber es gibt natürlich einen ganz wichtigen Punkt, sie verändern das Herausfinden von dem, was drumherum ist. Sie verändern die Entscheidungsketten, die Vermarktung auch, das Auswählen. Das heißt, Leute werden, glaube ich, nicht den Besuch beim Museum oder bei einem Denkmal oder in der Landschaft überhaupt oder in der Bücherei, an der Bücherei vielleicht schon, da reden wir gleich drüber, aber die werden das nicht ersetzen dadurch, ja? Sondern sie werden darüber nachdenken, ob sie, wie sie genau, was sie dort tun und was sie, wie genau sie das verknüpfen können mit ihrem Alltag. Das ist kein Ersatz.